Let's play Stardew Valley. Wir haben wieder nur halbe Energie. Es ist ein Skandal. Oh, okay, ich bin mit der halben Energie. Ist mir alles egal. Wir haben reifen Weizen. Und wir haben einen Kühnerstall. Das ist eine Tür, die wir auf und zu machen können. Hallo Bernd, willst du im Kühnerstall wohnen? Kuhstall natürlich. Okay, hier müssen Kühe drinne. Müssen wir regeln. Ich habe ja gesagt, ich spiele diese Spiele blind, wenn jetzt nicht irgendwas Skandalöses passiert, was mich was mich komplett irgendwie rauswirft. Ich habe mir mal zwei, drei alte Folgen angeguckt. Und ich vercheck hier immer drauf zu achten. Ach, das ist wieder zu früh. Ah, Crap, da hätte ich auch ernten können. Ich vercheck hier mal drauf zu achten, ob ich volle Energie habe. Ich habe jetzt aber mal geguckt, die Male, wo ich keine volle Energie hatte, bin ich so total erschöpft ins Bett gegangen. Es könnte damit zusammenhängen, dass wenn man mit null Energie ins Bett geht, dass man über Nacht nicht so viel heilt. Es muss irgendwie andere Möglichkeiten geben, meiner Meinung nach, das wieder aufzufüllen. Ich weiß noch nicht wie. Erstes würde mir da jetzt, weiß ich nicht, die Badewanne einfallen, weil ich persönlich unglaublich gerne bade. Kennt ihr das? Also es gibt jetzt there's two kinds of people. Menschen, die gern baden und Menschen, die nicht gern baden, die sind komisch. Ich bade unglaublich gerne. Ich werde jetzt auch, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin jetzt ja 4 Tage in Köln arbeiten und ich nächtige dabei einem lieben Kollegen, weil es da immer sehr schön ist. In diesem Wege danke, Markus, ist immer sehr schön bei dir. Ah, da ist die Unterhose! Das ist die Unterhose, die der Bürgermeister sucht. Aber, oh, der Bürgermeister hat eine Affäre mit Marnie. Okay, das wird dann natürlich lange dauern. So, und der hat eine Badewanne. Das ist so, okay, erst mal die Hälfte, wenn ich Sachen erzählen will, ne? Und, okay. Oh, crap, das brauchen wir ja alles. Wir müssen ja unsere... Auf jeden Fall bade ich da immer. So, habe ich das schon gesagt? Sorry, ich lasse mich vielleicht ablenken. Heu brauchen wir nicht. Das habe ich nämlich sehr schlau gemacht. Das brauchen wir vorm Winter. Brauchen wir einen Heater. Aber wir brauchen ja dann einen Milk Pail, damit wir Milch aus unseren Kühen sammeln können, oder? Aber erstmal gucken wir, was die kosten. Kühe. Oh, krass. A Milk Pail is required to harvest the milk. That's in the barn. Ja, eine Kuh kaufen wir. Oh, die kann einen Namen haben! Was gibt's denn hier für... Papa, Maspa, Meffel, Grit, Tuke, Tasper? Nein, die heißt natürlich... Leroy. In Andenken an unser... Obwohl, Leroy ist ein Schaf, ne? Bernd haben wir schon. Emo finde ich nicht so gut. Das ist eine Kuh. Diese Kuh wird Paula... Paula? Paula? Nee, das ist mir auch zu kapitalistisch. Ist ja hier aus dieser... aus einem Dingsprodukt. Wir machen Kinder abhängig von süßen Dingen Produkt. Diese Kuh heißt... Baum. Du sollst Baum heißen. Yay, I'll send Little Baum to her new home right away. Yay. Alle lieben Little Baum. Aber wir brauchen dann die Milk Pail, anders geht es nicht. Okay. Okay, wir haben unser erstes Tier. Woop, woop. Voll geil. Und wir kriegen natürlich über Nacht auch Cash, vielleicht für mehr Tiere. Weil wir ja unser Weizen ist ja reif. Das ist ziemlich cool. Dann können wir jetzt bei Gelegenheit auch nochmal einen Hühnerstall bauen, aber dafür brauchen wir erstmal wieder Cash. So, wir ernten Weizen. Schling. Da hat sie gerade rausgeguckt. Hallo! Hallo! Na du? Das ist ja witzig. Achso, müsste ich dir jetzt ein Gehege bauen? Oh, 20, krass. Blup. Läuft die jetzt weg? Nee, ne? Nee, die kann ja draußen rumrennen, da bin ich ja nicht so. Hallo, liebe Kuh! Du magst mich, ne? Oh, sie ist ein Monat alt, sie ist ein Baby. Was? Ich kann sie verkaufen, das ist ein Skandal.
Sie ist ganz neugierig und ein bisschen vorsichtig. Oh, sie kommt gerade erst an. Da hätte ich natürlich dieses Milchding überhaupt nicht kaufen brauchen, ich Trottel. Das müssen wir jetzt mal dazu sagen. Egal, erstmal gießen wir. Wir haben unser erstes Vieh, da ist unsere erste Superkuh. Ich hoffe, die läuft nicht weg. Nee, ne? Ach, wie schön. So macht Landwirtschaft Spaß. Wenn es allen Kühen so gut ginge wie Baum, ey, dann müsste man auch kein Veganer sein. Baum geht super, ne? Baum geht's hier gut? Ja. Jetzt haben wir da oben natürlich Platz. Da könnten wir was Neues anpflanzen. Vielleicht wieder einfach Getreide, weil das ja schnell geht, ne? Weil die anderen Sachen ja alle so lange brauchen. Beziehungsweise noch haben wir ja Zeit. Und mich regt das irgendwie ein bisschen auf, dass wir, haben ja letzte Folge durch diesen Meteoriteneinschlag. Achso, müssen wir dich eigentlich füttern? Wir haben ganz viel Heu für dich. Kann man hier irgendwas? Kann man hier irgendwas anklicken? Ah! Hey, wir haben da jetzt. Wir haben da jetzt Heu rausgenommen, aber muss ich das jetzt. Warum muss ich dir das geben? Hallo? Wo bist du? Muss ich. Traf ich nicht. Okay, ich hab das. Was. Versteht ihr das? Muss ich das machen? Hat Baum da jetzt Heu? Ah, so geht das. Ich muss das hier rausnehmen und hier auf den Krug da legen. Dann kann Baum das aufessen. Sehr schön, Baum. Wir freuen uns. Du wirst das machen. Durch diesen alten Satelliteneinsturz, wollte ich schon sagen, durch das alte Erdbeben. Ist ja der Weg da zu diesem Erholungszentrum da frei geworden und da konnte man nichts machen. Es fällt mir gerade ein, wo wir hier langlaufen. Das finde ich ein bisschen doof. War doch hier oben irgendwo, oder? Oh, oh, Hallöchen. Das hier mal weghacken. Ach, hier ist der Kinderspielplatz. Guten Tag. Crazy. Übrigens sehr witzig. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich im echten Leben Hunger habe. Weil ich die gerade hintereinander wegproduziere, habe ich immer noch Hunger. Und für euch wird dazwischen werden wahrscheinlich mehrere Tage vergehen. Ihr wundert euch, dass ich immer noch nichts zu essen habe. Muss ich nochmal lösen, das Problem. Ach so, was hatte ich denn letzte Folge noch angefangen? Ich hatte ein bisschen über Podcasts erzählt und, oh, Clay! Okay, so kann man natürlich. Oh, Beeren, Geilon! Der Let's Play-Podcast hier von Auf ein Bier, der war wirklich cool mit Beatsmeet. Weil der natürlich auch echt tausend erfolgreich ist. Und, wir haben ein paar coole Themen angesprochen, die ich halt auch so für meine Arbeit irgendwie spannend finde. Was ich aber nicht wusste zum Beispiel ist, dass im Fachjargon werden Let's Player, also von den Leuten, die Spiele verkaufen und so, werden Let's Player als Influencer bezeichnet. Das fand ich ein bisschen gruselig. Ja, weil man scheinbar davon ausgeht, dass ich jetzt die wenigen Zuschauer, die ich habe, also na, ich finde es schon amtlich, ich finde es nach wie vor sehr cool, dass ich ja irgendwie Einfluss auf euch nehmen kann. Dadurch, dass ich... was ist das denn? Ein prähistorischer Oberschenkelknochen. Tibia? Moment, Tibia Femur ist der Oberschenkelknochen. Das ist ja nochmal der Tibia. Vielleicht ist es Englisch anders? Ich will jetzt nochmal gucken, ob man hier irgendwas machen kann. Hier kann man... was ist das? Alex locker. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas nicht gemacht haben. Einen kann man sich angucken. Hey? Okay. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, im Community Center war ja auch was. Irgendwie ist das doch komisch.
Ah, hier bin ich letztes Mal nicht durch. Ah! Hier bin ich nicht lang gegangen, ich Trottel. Ich dachte, da wär's zu Ende. Ich hatte nur gesagt, hier, ich kann nicht duschen, aber... Ah, ich hätte hier lang gehen müssen. Und jetzt habe ich... Jetzt bin ich Badefranz. Hihi. Okay. Fuck, hier ist aber schön. Jetzt? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, oh, ich kann schwimmen. La 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 la. La 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 la. Das wohl anstrengend ist. Das ist das Gegenteil von anstrengend. Ich chillaxe hier hart. Ah, sobald ich mich bewege. Ach, krass. Okay, es wird langsam spät, deswegen muss ich mal gucken. Wenn man das passend timet, ne? Nein, 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 ich will nicht wieder raus. Einfach da rein. So, jetzt heil dich mal voll. Das ist ja mega gut. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also ich hatte irgendwie, ne? Mich hat einfach nur gewurmt, dass ich nicht rausgefunden habe, was man in diesem Haus machen kann. Da wir ja gerade eh nichts machen konnten. Baum ist ja versorgt. Ja, cool. Ist mal hart abgechillt hier. Im Bad. Oh, man darf nicht rennen übrigens. Ja, mega erholt sind wir jetzt. Haben wir nicht eigentlich da gesehen? Man kann auch ein Pferd haben, ne? Ich will unbedingt ein Pferd. Mounts sind ja so wichtig. Mounts sparen Lebenszeit. Mounts sind genauso wie, ich finde, Mounts sollte man immer so früh, ne, also Reittiere, Mounts, sollte man immer so früh wie möglich kriegen. Ist genau wie XP-Boosts, also Erfahrungsboni. Weil man ja die ganze Zeit was davon hat. Aber wir könnten ja auch schon eine zweite Kuh haben, wenn wir den Milcheimer nicht gekauft hätten. Aber egal, morgen früh. Morgen kaufen wir uns noch 3 Kühe, weil wir unglaublich reich sind. Jetzt haben wir aber voll viel Energie. Wir probieren diesmal aber aus, nicht ganz erschöpft ins Bett zu gehen. Was wollt ihr davon? Ich hatte ja noch... Scheiße, ich wollte eigentlich noch... ich hatte ja eigentlich noch überlegt, noch mehr Saatgut anzupflanzen. Ne? Habe ich jetzt durch das erfrischende Bad nicht gemacht. Können wir wenigstens mal hier alles an den Grund reißen. Wollen wir die hier die Sicht auf unsere schöne Farm verhindern. Gucken gleich mal, ob es Baum noch gut geht, ne? Dann können wir uns nämlich bald, dann könnten wir natürlich auch mal ins Hühnerland gehen, also beziehungsweise in die Hühnerzucht. Und auf jeden Fall muss ich Dünger benutzen, ne? Bevor ich die nächsten Sachen pflanze. Das habe ich letztes Mal ja leider vergessen, also beziehungsweise also aufgeregt. Das, ja, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Okay. So, was wollte ich denn noch aus diesem Let's Play-Podcast erzählen? Da war echt ein paar coole Sachen dabei. Es halt auch darum geht, so, ja, werden moderne Let's Player, ne, Leute, die da Geld mit verdienen. Was war das denn für ein witziges Tiergeräusch? Werden die halt von der Industrie beeinflusst? Sind die gekauft oder so? Und, da gab es ja auch mal eine Zeit lang, gab es ja große Debatten drüber. Wo sich ja scheinbar auch Let's Player haben dafür bezahlen lassen, dass sie Spiele gespielt haben und gut über die Spiele gesprochen haben, weil das ist ja immer noch ein großer Unterschied, ne? Ich habe eine Zeit lang auch mal geunkt. Das ist ja für einen Publisher, also die Leute, die die Spiele vertreiben, die Entwickler halt machen. Es ist natürlich eine coole Sache, ne? Wenn man sagt, hier, lieber Let's Player, willst du nicht mal exklusiv unser Spiel spielen? Ich glaube, Gronkh hat doch auch hier irgendein Risen, konnte der doch auch eher spielen, ne? Wenn man dann halt auch noch davon ausgehen kann, dass der das gut bewertet irgendwie, also beziehungsweise nett drüber spricht, jetzt hier zum Beispiel Stardew Valley, das kommt auch bei mir komplett positiv weg, so, ne? Was aber daran liegt, dass ich das Spiel gut finde. Also, ach crap, das wollte ich noch machen, das habe ich ja schon erzählt. Nein, 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 nicht, wir wollen einfach mal nicht ganz exhausted ins Bett gehen. Hallo Glühwürmchen, wuhu! Aber dass ich Stardew Valley, dass ich gut über Stardew Valley spreche, das liegt natürlich daran, dass ich das Spiel gut finde. Also, das ist natürlich ein großer Vorteil. Sonst würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Jetzt haben wir fast schon unsere Herbstdeko hier fertig. Mixed Seeds können wir hier noch in die Erde kloppen. Oh nein, jetzt starte ich zu viel exhausted.
Dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt schon der ausschlaggebende Punkt war. Dann müssen wir morgen nämlich nochmal wieder ins Badehaus. So, das kommt da alles rein. Das muss wahrscheinlich ins Museum, ne? Genau, dass ich da dran denke. So, die Sachen werden verkloppt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das einen Unterschied macht. Weil da sind wir immer ganz ohne Energie ins Bett gegangen. Gespannt. Okay, das Getreide bringt, wie ich mir schon gedacht habe, nicht viel, weil das ja aber auch nicht lange wächst. Ne? Und es kostet halt auch nichts. 20 Stück, wir haben 10 gepflanzt. Wir hatten, glaube ich, einen. Nee, wir haben 20 gepflanzt, ne? Wir hatten also einen Wareneinsatz, also einen Aufpreis von 200 und 500 rausgekriegt. Okay. Davon muss man dann halt unglaublich viel pflanzen. Siebter des Sommers. Aha, jetzt sind wir voll. Okay, es geht also. Guten Morgen, Bernd. Es regnet. Habe ich das gestern nachgeguckt? Was lernen wir? Baked Fish. Okay. Wir können jetzt einen Fisch zubereiten, aber wir haben noch keine Küche, deswegen ist das egal. Morgen wird's beautiful. Okay. Oh, die Spirits sind very happy today. Jetzt gucken wir als erstes mal, wie es umgeht. Hallo, kleine Baum. Wir mögen dich. Baum looks fine. Okay. Baum ist immer noch ein Baby. Wir brauchen 1500 für eine neue Baum, ne? Also, dass wir noch eine zweite kriegen würden. Das Weizen hat halt nicht so viel gebracht, wie gehofft. Müssen wir vielleicht nochmal an den Strand gehen? Manche Sachen kann man ja direkt verkaufen. Viel brauchen wir ja nicht mehr. Wollen ja eigentlich auch noch ein Hühnerhaus mal klar machen, ne? Aber jetzt, wo wir das mit dem, mit dem Badehaus rausgefunden haben, ist natürlich echt mega gut. Das ist ein witziger Zufall auch. Das Spiel ist halt. Achso, was ich eben angefangen habe, also. Ich habe mir das Spiel ja sogar selber gekauft hier. Ne? Also ich habe jedes Recht darüber, schlecht zu sprechen. Und wenn ich Sachen doof finde, kommuniziere ich das ja auch. Und ich bin ja auch kein Spieletester mehr. Also ich sag ja das, was ich finde. Also ich habe ja keine Bewertungskriterien. Ich vergebe ja nicht 12 Franzpunkte für unterdurchschnittliche Optik oder so. Das ist ja mal gelernt. Also das gelernt, aber ich habe mal professionell über Spiele geschrieben. Und das mache ich jetzt halt einfach so nebenbei, ne? Wenn ich Sachen gut oder schlecht finde. Ich finde ja auch bei The Long Dark, das hat halt auch ein paar eine Macken. Und hier gibt es auch ein paar Sachen, die ich anders besser fände. Also ein bisschen mehr Feedback fände ich cool. Ich finde das schon sehr oldschool. Ich bin auch nicht jemand, der alles, was es früher gab, unglaublich mega gut findet, nur weil das früher so war. Also klar gab es früher ein paar geile alte Spiele und die waren auch sehr schwer. Das war auch cool. Das wird ja alles irgendwie immer leichter, hat man das Gefühl. Aber da gab es halt auch einfach Spiele, die waren Bedienkatastrophen so. Das muss. Achso, der macht jetzt erst auch. Ich finde, nur weil das halt früher mal so war, muss das nicht unbedingt gut sein. Ne? Es gab früher sehr geile Spiele, aber es war halt auch nicht alles Gold, was scheinbar glänzt. Ja, du Penner, dir wollte ich einen Fisch bringen. Hattest du aber nicht. Okay. So, 11 Tage. Wir haben... So viel Zeit haben wir ja nimmer. Dieses Jahr. Aber Hopfen lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Mais wäre natürlich eine Ansage. Der ist natürlich sehr teuer. Aber der würde natürlich einen richtig dicken Geldboost bringen. Gibt es dazwischen... Ah, ist für Heu oder was? Oh, Wallpaper, cool. Kann ein Skelett aufhängen. Wenn es nicht so unsinnig wäre. Eigentlich zu geizig für sowas, aber das sieht cool aus. Für den Teenager in mir.
Oh, ich könnte. Oh, wenn ich dir die Sweet Pea verkaufe. Oh. Nein, sorry, Johnny. Oh, ah, eine zweite Kuh wäre halt geil, aber. Ah, noch mehr Getreide wäre auch besser eigentlich, ne? Also noch mehr Sachen, die uns irgendwie Cashflow bringen. Das klingt jetzt absurd. Die uns Geld bringen. Und natürlich auch noch einen Haufen Weizen machen. Das Problem ist, dass wir dann uns auch drum kümmern müssen, wie die Blöden, ne? Peppers brauchen 5 Tage. Da können wir mal gucken, was die wert sind. Blaubeeren, Melonen, die brauchen aber alle so ewig lange. Die müsste ich natürlich aber auch jetzt pflanzen, ne? Weil so lang ist der Monat nicht mehr. Auch noch ein bisschen Mais pflanzen, aber 14 Tage ist echt lang. Wir hatten noch 4-mal diesen Superstarter, ne? Machen wir das noch 4-mal. Und dann kaufen wir noch Melonen, Tomaten oder Blaubeeren. Hm. Weiß man nicht, ne? Bei den 80. Melonen cool. 12 Tage reicht ja noch, ne? Wir waren Tag 7, das reicht auf jeden Fall. So, jetzt sind wir fast pleite. Aber dafür kriegen wir nochmal ein neues Feld an Start. Es dauert dann zwar eine Weile. Da machen wir jetzt keine zu großen Sprünge, leider. Geldtechnisch, aber wir können ja noch foragen. Die Koralle wird ja auch noch verkauft heute Nacht. Ach Mist, das wollte ich noch. Ich hätte auch noch Zeit, das ins Museum zu bringen. Aber erstmal pflanzen wir das hier noch, solange es noch geht. Ach so, Moment. Moment, liebe Freundinnen und Freunde. Diesmal machen wir nämlich Dünger wie die Verrückten. So, dann kommt hier. Nein, nicht da. Also manchmal. Also. Ihr habt gesehen, das rote Ding ist hier, ne? Und er haut sonst wohin. Also manchmal ist es ein bisschen murksig. Den Superdünger brauchen wir. Dass das schneller wächst. Da ist unser Mais. Ach, das hier ist wahrscheinlich der andere Mais, ne? So, dann können wir auch. Wir waren doch schon lange nicht mehr im Crafting-Menü. Basic Fertilizer, Ring. Lebenselixier? Cool, das hält uns komplett. Öde. Ah! Okay, dafür brauchen wir Bugmeat. Okay. Keeps grass and animals contained, okay. Ein einfacher Weg. Aus Stein können wir einen Weg machen oder aus Holz. Irgendwas nette Deko, ne? Mayo-Maschine. Das könnten wir sogar machen. Ah, ich habe nur die Earth Crystals verkauft. Also, sollten wir mal dran denken. Ein Gate. Sollen wir mal so einen kleinen Zaun bauen? Den finde ich witzig. Energie haben wir ja gerade noch wie verrückt. Wird heute Crafting-Tag. Und Energie können wir jetzt ja relativ gut nachfüllen, ne? Blum, blum. So, dann haben wir jetzt auch schön Blick auf. Oh, da sind hier Peppers dran. Oh, die sind reif. Ach, krass. Jetzt das gesehen. Habt ihr wahrscheinlich schon wieder viel eher gesehen und denkt euch jetzt, oh, der Idiot. Du Idiot. Blop, blop, blop. Oh. Peppers wachsen nach. Okay. Shit, dann hätten wir ja fast die kaufen sollen. Flup, flup. Ach, shit, die. Eine behalten wir mal. Die sind doch für die Herbsternte. Glaube ich, oder? Für die Sommerernte können wir die doch abgeben im Community Center. Manchmal denke ich ja mit. Nicht so oft, aber manchmal. So, dann machen wir jetzt erstmal Dünger. Den sollte man ja eigentlich überall drauf kloppen, ne?
Weil dann kommt da ja wahrscheinlich eher so Premium-Zeug raus, oder? Okay, aber so Peppers sollte man dann natürlich so früh wie möglich pflanzen. Hey, das ist alles noch gar. Okay, so, was sollte ich bauen? Einen kleinen Zaun mal aus Spaß, ne? Einen Zaun und. Komm hin. Das ist jetzt. Also, das ist jetzt natürlich nur Optik. Aber das Auge ist doch auch ein bisschen mit, oder? Richtig schön ist das nicht. Naja, aber jetzt haben wir hier wenigstens ein bisschen Weg. So, und jetzt wäre die Idee. So, ich muss. Ah ja, ich muss näher dran sein. Das ist mein Fehler. Ist jetzt natürlich relativ klein, wo sich Baum tummeln kann, ne? Hallo, Baum! Geht's dir gut? Baum looks fine. Okay, warum liebt Baum mich denn eigentlich nicht? Baum, was könnte ich tun, um dir was Gutes zu tun? Kommst klar, ne? Draußen regnet's eh, es findest du eh Mist. Hier ist jetzt noch mal eine Truhe im Weg. Sieht auch ein bisschen komisch aus, was ich hier gebaut habe, aber Baum findet das bestimmt super. So, Gras kann man damit scheinbar auch einsperren. Wir haben noch ganz viel Energie über. Ich würde sagen, wir bringen erstmal den Knochen wieder in die Knochenstadt da. Knochenstadt, was erzähle ich denn? Ins Museum. Spa müssen wir nicht unbedingt, das wird ja auch schon wieder später. Wir könnten noch ein paar Chilis anpflanzen, aber die sind so. Was kostet denn Chilis? Ah, Summer Seeds available, ja, schrei nicht so. Was 40. Oh, genau 3 kaufen. Wir brauchen 5 Tage. Wir produzieren dann weiter. Ach, Blueberries auch. Oh. Tomaten auch. Ach, krass. Nur Radish nicht. Der ist direkt fertig. Okay. Oder machen wir doch for the lulz, machen wir einfach noch 10 Getreide. Damit wir mal wieder ein bisschen Kohle reinkriegen, ne? Habe ich am Anfang nicht aufgepasst, aber das kennt ihr ja von mir. Also habe ich vergessen gehabt, einfach das, ja, Milcheimer war da natürlich totaler Quatsch, weil Baum einfach noch ein Baby ist. Wird einfach eine Weile brauchen, ne? Hier könnten wir jetzt doch mal wieder eine coole Belohnung kriegen, oder? Ah, wir haben ja ein Buch gefunden. Oder? Wir hatten doch irgendein Buch gefunden. Da. Oder? Hatte ich nicht ein Buch gefunden? Knochen ist ja was Cooles, das kommt hier. Yay, neue Belohnung! Woop, woop. Hat sich doch gelohnt. Was gibt's? Ja, 9 Melonsamen. Das ist nur eine Ansage. Die müssen auch schnell unter die Erde. Melone war doch rattenteuer, oder? Das lohnt sich natürlich massiv. Ich wollte noch ein bisschen angeln, ne? Hallo. Hallo, Emily. Oh ja, in der Wüste regnet es jetzt nicht. Das stimmt. Da hast du völlig recht, liebe Emily. Wir müssen mal mehr Geld verdienen. Wir brauchen Geld. Wir waren so reich. Unsere Investitionen müssen wir anfangen zu zünden. Aber es ist halt das Problem, ne? Wir haben alles gepflanzt und wir haben jetzt hier nicht mehr den Kinderkram, der sofort fertig ist, sondern dauert halt. Beide Hopfen und so, das braucht 12 Tage. Sieht ein bisschen albern aus hier. Egal, schnell die Oh, stopp! Stopp! Muss natürlich erst fertilized werden. Pflanzen wir denn die Melonen mal an?
Da sollte das zum einen nicht sein und zum anderen danke. So, das sind dann 9, 10. Da kommt das Weizen hin. Der Weizen. Da habe ich mich auch völlig verzählt mal wieder. So, und die Melonen, die sind wertvoll. Die kommen dann, wie viel haben wir davon? 9. Ah, da können wir ein schönes 3x3-Feld machen. Das kommt hier hin. Nee, das ist das falsche Werkzeug. Jetzt finden wir hier Lehm wie die Blö... Also... Bernd. Franz. Okay, also man muss... Man kann in dem Umkreis um sich rum hauen. So. Ja, nice. Das ist jetzt... Da haben wir doch schon ein bisschen was am Start, oder? Eine neue Axt bräuchten wir auf Dauer mal. Aber cool. Cool. Müssen wir dann ja nicht mit uns rumschleppen. Das kommt ja dann auf Dauer ins Community Center. Das kann ich nur hier nachgucken. Ah, die erste Melone muss da noch rein. Blueberry, Tomato. Genau, und dann der Harvesterino. Feuerquarz, okay, da müssen wir bei, wenn wir sowas neu finden, müssen wir da immer mal dran denken. Fische. Ah, Summer Foraging hier. Ah, da haben wir ja alles drei. Geil. Es gibt doch direkt eine dicke Belohnung. Sweet Pea, die können wir dann auch abgeben. Grape, Spicy Berry. Oder dann geben wir das doch direkt noch ab. Community Center ist doch nicht so weit weg. Aber, doch. Hier ist ein guter Weg, oder? Ja. Aber wenn das wieder was zum Pflanzen ist, ist es ja sinnvoll, wenn wir das sofort jetzt wieder unter die Erde kriegen, oder? Wir wissen jetzt ja auch, wenn wir nicht auf null Energie runtergehen, kriegen wir auch wieder volle Energie am nächsten Tag. Ich wüsste halt sehr gern, ob und wie man die noch steigern kann. Das wäre halt echt mal mega gut zu wissen. Tag. Hallo, witzige Geister. Das hier? Nein. Das ist der Fischtank? Nein. Und ja echt. Witzigen Laden hier. Summer Crops. Da können wir dich schon mal abgeben. Yep. Das Foraging war doch hier das allererste, oder? Summer Foraging. Ja. Blub. 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 Yay! Bundle complete. Reward Bridge Repair? So, nee, ganz unten. 30 wilde Summer Seeds. Geil. Oh, jetzt gibt's schon wieder was Neues. Gefahren, was gibt's denn noch? Oh, jetzt haben wir ein Bulletin Board. Viel Spaß damit. Habe ich euch gern geschenkt. Mag euch. Ihr seid nett. Ihr schenkt mir immer Dinge. Ah, okay, da sind Sachen, die wir kochen müssen. Sachen, die wir erforschen müssen bei ihm. Haben. Heu. Oh, okay. Das ist das Einzige, was ich mir bisher vorstellen kann, wo man es herkriegt. Der Magier kann uns irgendwelchen Kram geben. Na gut. Aber das pflanzen wir doch dann jetzt alles noch. Es wächst ja bestimmt relativ schnell. Wir haben noch ein bisschen Energie. Dann kloppen wir einfach ein 30er-Feld dahin. Mit Sommergedöns, oder? Denn wir brauchen Cash, Leute. Das Cash muss reinkommen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das zu düngen. Ach, das hier ist doch eh wirres. Obwohl, ne, wir machen hier einfach ein neues Feld. Nein. Oh.
Das sind witzige Felder. Ich zähle nicht mit übrigens. Das ist jetzt nur geraten, wie groß das wird. Oh Gott, das Gießen wird natürlich dann mega anstrengend. Aber wir wissen jetzt ja, wo das Spa ist. Flop, flop. Schön. Sieht anders aus, aber wir dürfen nicht auf Null, ne? So. Okay, es ist viel zu groß. Flop, 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 flop. Ich kann halt auch überhaupt nichts mehr sehen. So viel zum Thema Ordnung, ne? Mit Wegen und zum Quatsch. Das ist nichts für mich. Das bitte ich. Hallo, Bernd. Na, du, Alter. Ich hoffe, die Kuh ist in Sicherheit. Liebe Menschen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Das war ja mega aufregend, ne? Haben wir diese Folge Baum gekriegt oder was? Letzte Folge? Auf jeden Fall Baum geht's, glaube ich, auch gut. Uns geht's allen gut. Die Farm wächst und gedeiht. Wir werden unglaublich reiche Super-Franz-Bauern werden. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was wir. Oh nee, was kriegen wir denn für die Peppers? Das natürlich noch. Das müssen wir gerade noch gucken. Wissen wir ja noch gar nicht. Es gibt natürlich nicht viel, aber die wachsen ja auch immer nach, ne? Eine Koralle, okay, 300 Mark ist nicht die Welt, aber wir haben ganz viel gepflanzt. So, wie immer, vielen Dank fürs Zugucken, liebe Menschen. Und in diesem Sinne, da guckt er nochmal der Franz. Bis gleich, ne?